Hey ho und so. Diese Folge beginnt genauso chaotisch. Ich wollte natürlich sagen, genauso spannend, wie die letzte aufgehört hat. War ja wirklich ein absolutes Drama. Ist jetzt hier auch nicht viel besser geworden. Ich habe mich jetzt durchgeschlagen bis ganz da unten. Bin dann aber doch das letzte Stück nochmal gestürzt und stecke jetzt hier wieder genau in dieser komischen Sackgasse, wo ich auch schon beim letzten Mal dauernd verendet bin. Ich glaube, ich sollte das hier vielleicht mal. Ah, ein Sprengwurm! Nein! Bitte kein Sprengwurm! Alles nur kein Sprengwurm! Spinne, 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 komm! Ich habe echt Angst, was da hinter mir so ist. Wenn ich das jetzt zumache, dann kommt natürlich da. Ich gucke gar nicht hin, da kann mir auch nichts passieren, ne? Ihr kennt das, diesen Effekt, den kleine Kinder immer machen. Wenn die sich ein Kissen vors Gesicht halten, dann kann die ja keiner mehr sehen. Dann sind die also auch sicher. Ja, der kommt nämlich nicht hier hoch. Und wenn ich das Wasser abmurkse, dann kommt der aber hoch. Gut, jetzt bist du aber in guter Schussposition. Hehehehe. Genau in das eine Auge. So. Erledigt. Jetzt mache ich zu. Ich habe aber gar nicht mehr viel zum Zumachen. Doch, alles noch da. So. Ja, meine Sachen könnte ich abschreiben. Habe ich nicht wiederbekommen. Die Sachen waren weg, als ich jetzt hier ankam. Ja, gut, die hatte ich aber auch schon. Ne, habe ich mich schon verabschiedet von. Also, das ist auch nicht so schlimm. Immer schade um die Level, aber es ist ein Spiel, das gehört dazu. Über mir ist ein Zombie, der wird mich gleich anspringen. Ecken sind immer gut, Licht ist auch gut. Was ist das auch für eine mordsmäßige Schlucht? Na? So. Jetzt bist du erstmal dran. Ist da sogar den Powerbogen mitgenommen. Das Traurigste dabei ist natürlich, dass ich jetzt auch die heiße Hildegard verloren habe. Ich werde mal sehen, ob sie unten noch. Nee, aber es sind alle Sachen sind inzwischen respawned. Also nein, Quatsch. Dedropped oder was? Ne, auch nicht. Naja, sind jedenfalls weg. Ne, verschwunden. Haben sich aufgelöst. Und so auch unsere liebe, 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 vor allem heiße Hildegard. Aber gut, auch dieser Moment, ne, der kommt für uns alle mal. Müssen wir uns mit abfinden? Ich nutze jetzt einfach hier die Zeit, um mal zu gucken, wo ich so bin, ne? Wo das hier so hinführt. Ressourcen ohne Ende. Klar, das ist gut. Es ist unglaublich, ne? Die ganze Insel ist untergraben. Meine Güte. Okay. Sackgasse. Habe ich was zu futtern dabei? Was? Ich meine jetzt was Vernünftiges. Also das will ich nicht essen. Oh, oh, oh. Oh. Gut, dann werde ich auch die Fackeln gehen langsam aus, ne? Das ist interessant jetzt hier zu sehen, aber das bringt jetzt nichts, hier noch weiter reinzugehen. Da sind wir so hoffnungslos verloren. Ja, die Ressourcen habe ich gesehen. Beruhigt euch wieder. Ja, da muss ich hoch irgendwo. Bis nach oben. Es geht. Ich habe da so einen Stufenweg runtergebaut. Warte mal, da muss ich nur hin und dann bin ich eigentlich schon. Ja, richtig. Wie komme ich denn da hin? Habe ich denn hier noch bisschen Erde? Na also. So. Seht mal, wie schön ich mich auskenne.
Boah. Ja, super. Es ist natürlich dunkel draußen, klar. Was auch sonst? Ach komm, das schreckt uns jetzt auch nicht mehr nach dem, was wir alles erlebt haben. Ist das jetzt auch wirklich, ne? Macht das den Brei auch nicht mehr fett? Ich gehe jetzt schlafen und dann habe ich da genug von der Sache. Dann werde ich erstmal ein ordentliches Frühstück zu mir nehmen und dann bauen wir einfach mal, als wäre nichts gewesen, unser Hafenhaus zu Ende. So. Eine leichte Sortierung wäre vielleicht auch mal angebracht. Und zwar Pflanzen haben wir doch gar nicht dabei. Wir haben nur noch Mobs dabei. So. Okay, Seitfahrt machen wir jetzt auch nicht draußen. Ne? Haben wir wieder den Bogen dabei, ein Schwert dabei. Dann haben wir noch. Ja, Level haben wir überhaupt nicht. Wir können jetzt also auch keine neue Hildegard bauen. Ne? Können wir uns jetzt noch sparen? Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich war stehen geblieben. Oh, Zäune habe ich auch verloren. Ah, eine ganze Menge Zäune verloren. Und natürlich auch Holz. Aber gut. Wir werden das verkraften. Ja, das kann man alles nachproduzieren. Was macht denn hier unser Zeug? Jo. Wächst und gedeiht, ne? Oh, ein neuer? Ne, den hatte ich noch nie abgehackt. So. Ach, ich bin noch ein bisschen aufgedreht, ne? Ha. Versuche mich mit dem Wort so immer wieder einzunorden. Gegessen habe ich nicht. Seht ihr? Ist aber jetzt auch nicht wichtig. Mal guck mal lieber mal, ob die Luft rein ist. Ah, da kommt was, da kommt was. Ah! Mir bleibt echt nichts erspart, ne? Habt ihr den gesehen? Also es ist ja oft so, dass ich das dann auch. Also beim Spielen sieht man es nicht. Ihr als Zuschauer habt den vielleicht irgendwo gesehen an irgendeiner Ecke, ne? Und ja. Dann, keine Ahnung, ich guck nochmal rein, wenn ich das Video schneide oder was, ne? Was es hier jetzt wimmelt neuerdings. Den hatte ich so im Augenwinkel plötzlich, ne? Und naja. Kannst du nichts machen, kannst du nur lachen. Hier fehlen jetzt natürlich noch genau zwei von diesen schönen. So, dann machen wir den auch noch schön hier, so. Oh Mann. Naja, solange man noch drüber lachen kann, ne? Ich denke, wer plätschert denn da? Das bin doch nicht ich. So. So dachte ich mal. Lass mich doch mal hier so weg. Ja, genau. Dann können wir da noch so ein bisschen. Hier sollte man das aber noch so rumziehen, denke ich mal. Oh, nee, das ist jetzt ein. So gefällt mir das nicht. Learning by doing. Boah. Die Creeper, die haben es aber jetzt echt auf mich abgesehen. Sowas habe ich aber auch schon lange nicht mehr erlebt, ne? Also. Na Gott sei Dank, also mal eine Folge, die so völlig chaotisch ist, so wie die letzte, oder jetzt auch so ein kleiner Unfall, das ist ja okay, ne? Vor allem sind wir hier noch völlig, völlig nah am Zuhause. Also, das ist ja nun wirklich kein Thema. Abgesehen davon, dass ich jetzt wieder so ein falsches Werkzeug benutzt habe. Mal hier so draufklettern. So. Das kann ich ja drüben anbringen. Oder reicht das schon? Ja, hier möchte ich nämlich jetzt. So. Hier oben sind wir, glaube ich, auch etwas sicherer.
Ja, da, guck mal, da komme ich ja genau hin mit dem Holz. Das eine Stück baue ich hier hin. Ja, hier habe ich jetzt zu wenig Rohholz. Quatsch, Holzplanken. Hier wollte ich jetzt so einzelne Bereiche. Das würde so. So, so. Suboptimal. Suboptimal, sage ich mal dazu. Also zurück in die gute Stube und mal eben Nachschub besorgt. Auch mal ein bisschen Futter noch einstecken, ne? Jetzt wird es doch vielleicht doch mal auch an. Was sehen denn meine geschwollenen Augen? Ja, okay, Steaks habe ich jetzt noch, aber da könnte man natürlich auch mal wieder langsam so ein bisschen nachlegen, ne? Das Holz brauche ich nicht, ich brauche normales Holz. Genau. Tschung, unfassbar. Seht ihr, wie ich das vorhabe? So habe ich das vor. Ich wollte mal sowas da einbauen. Weiß nicht warum. Einfach nur so. Na. Hier ist ein Enderman in der Nähe. Ich habe keine heiße Hildegard dabei. Ach, wisst ihr was, die Endermänner, ich habe sowieso die Augen und die bringen mir auch nichts. Also lasse ich die Endermänner einfach mal in Ruhe. Geht nur um die Level. Nur noch zwei habe ich, ja, super. Baugerüst wieder weg. Ich finde das ganz nett, das Häuschen. Hier so eine einfache Befestigung und dann. Genau. Und jetzt brauche ich mal natürlich noch ein bisschen. Ja, dann rennen wir mal hier rein, ne? Dann mache ich nämlich hier zu. Ist auch schön. Ja. Auch hier dieses Türchen, das finde ich jetzt auch irgendwie ganz possierlich. Müsste man nur den Weg hier vielleicht noch machen, ne? Ja, und hier vor allem, das sollte jetzt auch nicht so bleiben. Was habe ich denn noch so am Material dabei? Ein bisschen Koppelstein. Dann lass uns doch hier einfach mal so ein bisschen Koppelstein hinlegen. So mal, einfach so. Ich höre den immer schmatzen, den Enderman. Da, irgendwie, der macht, glaube ich, immer so Bäuerchen oder so. Macht der immer irgendwie. Ich nehme jetzt keine Schaufel, weil ich jetzt so, ja, ich weiß, kann man auch machen mit Schaufel, klar, aber ich weiß jetzt noch nicht so wirklich, wie das werden soll. Vielleicht mal so ein bisschen diagonal mal in die Richtung, das ist ja. Naja, ich hatte ja auch mal vor, hier vorne den Kanal, wo wir immer vorfahren, so ein bisschen zu befestigen. So. Irgendwie so war es erstmal. Ja, hier, das kann auch noch weg. Noch bis daran, so. So, okay. Ja, die auch, die kann man auch anschließen. Macht das mehr Sinn? So, jetzt möchte ich die Kiste irgendwie einbringen. Oder unterbringen. Was ist denn, wenn wir hier doch wieder zumachen? Und dann da die Kiste ein, so hin in die Kiste hin tun. Obwohl, da muss ja nichts Tolles, da muss ja nicht eine riesen Doppelkiste hin. Da ist ja einfach in der Ecke reicht ja so ein. Und Licht brauchen wir auch noch. Licht brauchen wir auch noch. Und die Sachen packen. Die Sachen packen. Die dann in die Kiste sollen. Komm, eine Kiste. Und dann nehmen wir mal Sachen mit.
Wir nehmen dann mit Fackeln, weiß ich jetzt nicht, aber hier den das Feuerdingsbums, dann ein paar Schienen, na, nehmen wir mal ein Stack Schienen mit. Wir haben ja so viele Schienen. So, dann wollte ich, was war wichtig? Es war wichtig Netherrack. Netherrack ist nicht bei Redstone und Co., sondern bei Nether. Das Soul Sand habe ich hier übrigens. Glowstone Dust habe ich auch noch. Ja, wir haben ein bisschen mit so Beleuchtung gemacht. Dann nehmen wir einfach mal so ein bisschen Glowstone Dust mit. So, und dann nehmen wir hier aber noch ein bisschen Netherrack mit. Und blaue Wolle, habe ich gesagt. Ah, und Obsidian. Obsidian, wo habe ich Obsidian? 10 Obsidian habe ich nur noch. Die müssen wir dann noch alle mitnehmen, rüber in den Dschungel. Wolle. Komm, wir nehmen mal ganze blaue Wolle mit. Blau scheint da so ein bisschen so eine Farbe zu sein, die mich inspiriert im Dschungel. Weil die so völlig so undschungelig ist, ja. Und das wäre doch was. Ja, noch ein Ersatzschwert. Hier werde ich dann bei Zeiten mal wieder so nachproduzieren. Und jetzt weiß ich nicht. Jetzt bauen wir mal draußen die Kiste hin, schnell, und machen wir noch ein paar Fackeln dran. Oh, es wird nämlich schon wieder dunkel. Komm, das möchte ich aber jetzt noch schaffen. Bitte jetzt nicht wieder überfallen. Dann müssen wir jetzt hier schon mal beleuchten. Überall Fackeln ran. So, und schnell die Kiste hin. Gucken. Und einlagern, Zeug einlagern. Das soll alles mit. Bisschen Essen auch. Obsidian. So, erstmal gut. Schlafen gehen, das ist mir sonst zu gefährlich. So, dann noch ein paar Schweine schlachten vielleicht. Ne? Und vielleicht gehe ich auch noch ein bisschen leveln. Und in der. Ist ja jetzt eigentlich. Ja, ist ja. Eigentlich egal, wenn wir in den Dschungel fahren, da haben wir noch gar keinen Table. Und, also keinen Zaubertisch. Und da bringt das eigentlich auch nichts. Eine Schere sollte ich mal produzieren. Ich habe meine Schere, glaube ich, verloren. Da bringt es jetzt nichts, wenn wir jetzt leveln. Ach, was soll das, ne? Bauen wir mal hier so eine Schere, eine neue. Viel mit dem Dschungel zu tun. So, und dann schmeißen wir noch ein paar Tiere auf den Grill. Traue ich mich jetzt da raus? Ich traue mich jetzt aber nicht raus. Komm. Oder mal eben in eine Falle gucken. Komm, das ist doch auch eine gute Idee. Da waren wir jetzt auch länger nicht. Ja, ihr merkt, ich bin schon wieder halb auf dem Sprung, ne? Ich bin schon wieder halb auf dem... Ich habe jetzt viel von dieser Kiste erzählt. Ich komme jetzt schon langsam wieder... Ich möchte auch gerne wieder jetzt... Zurück in den Dschungel mal langsam wieder. Oh, guck mal hier, ihn locken wir da jetzt mal da runterkommen. Fall, ja, schön. Mit der Falle hatte ich nämlich auch noch was vor. Das hätte ich jetzt als nächstes hier in Angriff genommen. Aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht, nein. Erst geht es zurück. Mal gucken, was im Dschungel läuft, ne? Das dauert mir zu lange, die sind zu weit weg. Die kann ich jetzt eh nicht anlocken. Aber den Sir hier. Mit seinem Fußgeruch. Da gehen wir heute auch nicht rein. Das haben wir letztens mal gemacht. Eine sehr schöne große Höhle. Da hatten wir viel Spaß. Es war auch nicht so ein Desaster wie jetzt letzte Folge. ja, erzählt es halt keinem weiter, ne? Muss ja nicht jeder wissen. Da hatte ich da so tausendmal auf Teufel komm raus. Ich schnapp mir ein Boot. Jetzt nochmal überlegen. Ja, so eine Axt. Eine Axt ist nicht schlecht. Ein paar so Setzlinge. Habe ich hier noch einen Setzling? Nein. Aber... Auch ein Boot muss ich noch haben. Habe ich noch ein Boot? Ein Boot habe ich noch. Komische Gammelfleisch, dass ich hier bunter Hund hat's ja nun wirklich endgültig durch eigenes Verschulden auch noch hingerafft, ne? Wer ist auch so dumm und springt in Lava? Das sollte man ja nicht machen.
So. Leute, ich durchforsche jetzt einfach noch meine Kisten, so in aller Ruhe. Und in nächster Folge dann wahrscheinlich zurück in den Dschungel. Wahrscheinlich bin ich dann auch sogar schon da und erspare euch die lange Seefahrt. Mal sehen, was so unterwegs passiert und wie ich dann so zuschalte. Jetzt heißt es für mich erstmal noch ein bisschen Pause machen, ein bisschen sammeln nach dem ganzen Stress. Und dann geht's bald munter weiter. Bis dann.